Es ist mal wieder Zeit für ein schönes, langes, ausgiebiges Unboxing. Und da es in Richtung Weihnachten geht, war Dick Jones so nett und haben mir ihren aktuellen 2022er Adventskalender zur Verfügung gestellt. Und den packen wir jetzt gemeinsam aus. Los geht's! Bevor das mal loslegen, zwei, drei Informationen noch. Der Adventskalender kostet 149 Euro im Vorverkauf. Der wird Anfang November verschickt. Im Vorverkauf kostet ein bisschen über 100 Euro. Und der Warenwert von dem, was drin ist, liegt bei 239 Euro. Jetzt ist es so, ich habe den letztes Jahr ja auch schon ausgepackt. Es kann halt nicht hinter jedem Türchen irgendwas im Wert von 80 Milliarden Euro sein. Das ist ja schon mal klar. Letztes Jahr waren ein paar Aufkleber mit dabei, es war ein Aufnäher dabei und ich glaube ein Gutschein noch was. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Ich habe so ein bisschen eine Ahnung, weil hier hinten steht es drauf. Ist so ein leichter Spoiler. Also es ist nicht alles ganz genau beschrieben, aber so ein kleiner Spoiler ist mit dabei. Wir machen jetzt Folgendes. Ich hole die Kamera von oben und dann packen wir den aus und dann schauen wir mal, was drin ist. Es sollen ein paar neue Produkte drin sein, ein paar neue Düfte. Ich habe richtig Bock drauf. Also holen wir die Kamera von oben. So, und da haben wir ihn, den super geilen Adventskalender von Dick Johnson. Ich bin echt schon gespannt. Ich drehe ihn nochmal um. Dann könnt ihr nochmal sehen, hoffentlich habe ich jetzt nichts zerrüttelt. Könnt ihr nochmal sehen, ja, die haben so ein bisschen drauf geschrieben, was drin ist. Man weiß es so grob, aber jetzt schauen wir tatsächlich mal rein. Und wie ihr seht, der ist noch versiegelt. Also ich war noch nicht dran und das machen wir jetzt auch stilecht, weil Schwarz und Gold sind ja die Farben von Dick Johnson und damit hätten wir ihn geöffnet. Okay, da kommt ja schon ein geiler Duft entgegen. Ich war so frei und habe mir schon mal einen... Ja, ist ja gut. Moment. Wunderschönes Geräusch, damit sich niemand beschwert. Kannst du ruhig noch einen draufgießen, keine Frage. So. So, Whisky im Sherryfass trinke ich momentan sehr gern. Jetzt muss ich mir hier aber irgendwie Platz verschaffen. Weil ich glaube, der Kalender ist wichtiger als mein Whiskyfass, ne? Glas, Fass. Ja genau, so weit kommt es noch. Okay. Geile Nummer. Hat was, oder? Also der letztes Jahr, der war ja wirklich sehr, sehr bunt. Und dieses Jahr schon cool. Hä? Dann fangen wir mal bei der 1 an und arbeiten uns durch. Ist eine gute Idee, oder? Also, Numero Uno. Ach, das ist alles in kleinen Kartons. Okay, sieh mal einer an. Ne? Ihr könnt es sehen. Moment, ich muss hier mal gucken, dass ich mittig bin. Okay, dann schauen wir mal, was in Nummer 1 ist. In Nummer 1 haben wir, ich schmeiß die jetzt alle mal darüber. Duschgel und zwar, oh, das ist genial, habe ich ja auch in dem Video gehabt, das ist ein Duschgel mit einem extrem starken Kühleffekt. Und zwar die Finnen, die wissen, wie so eine Sauna riecht. Ah, das ist sogar verschlossen. Genauso riecht es. Seid mir bitte vorsichtig in Richtung Außenminister und Gefolge. Also starker Kühleffekt bedeutet starker Kühleffekt. Okay. Nummer 2. Ah, das ist hier festgemacht. Warte mal. Ah, okay, was haben wir hier? Eine wärmende Augenmaske, auch cool. Habe ich jetzt noch nicht so benutzt, aber sieht ganz interessant aus. Das ist, wenn du hier Weihnachten die ganze buckelige Verwandtschaft da hattest, ja, und es ist wieder Sodom und Gomorra gewesen, dann brauchst du danach ein bisschen was zur Ruhe. Dann hast du hier die richtige Augenmaske dafür. So, und wo ist die Nummer 3? Bin ich jetzt blind? 4, Nummer 3. Jetzt saß bestimmt irgendjemand vor dem Fernseher, hat gesagt, da unten, da unten. So, was haben wir hier? Oh, geil. Das ist eins von den neuen Produkten. Und zwar Dick Johnson Face Wash. Das ist fürs Gesicht zum Waschen, ne? Eine Waschcreme fürs Gesicht. Kann ich da irgendwie dran meinen Riechkolben mal dran halten? Ach komm. Grapefruitig. Cool.
Also wie gesagt, die neuen Produkte, da freue ich mich schon drauf, die mal alle auszuprobieren. Ich versuche das hier so ein bisschen alles fort mit dir. So, Nummer 3. Nummer 4 habe ich vorhin gesehen. Da haben wir die Nummer 4. Okay, ein Balm. Was für ein Balm ist das? Oh, das ist Damon Barber Pomade. Finde ich ganz cool. Ich finde sowieso, dass die viele Firmen... Oh, geil. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde, dass viele Firmen irgendwie sowas auch mal zum Ausprobieren haben sollten. Also von mir aus, ich kaufe die auch. Ich habe da kein Problem damit. Ja, aber dass sie vielleicht so ein bisschen was zum Ausprobieren haben, dass du nicht immer gleich einen 800-Kilo-Bottich kaufen musst. So, das war Nummer 4. Nummer 5. Nummer 5. Dann lasst uns mal in die 5 schauen, wenn ich es aufkriege, wenn ich mich nicht zu doof anstelle. Okay. Ah, der Gorilla-Balm. Das ist ein kühlendes Balsam. Auch ziemlich coole Nummer. Also da hat sich schon, wenn man jetzt mal so vergleicht zum letzten Jahr, da hat sich schon ein bisschen was verändert in der Verpackung, gell? Also generell auch in der Dick Johnson Verpackung. Das sieht alles sehr erwachsen aus. Und übrigens, ich zeige euch das mal, alle sind sie auch so, na, ob er jetzt scharf stellt, alle sind sie so nochmal versiegelt, ja? Okay, dann wisst ihr was, ich schmeiß die Sachen einfach mal hier rein, dann sehen wir nämlich am Ende, was wir alles haben. Das war Nummer 5, ne? Jetzt brauchen wir Nummer 6. Na, komm her. So geht's doch leichter. Nummer 6, was haben wir hier? Ein Fortune Cookie. Also wenn er den aufmacht, erwartet nichts Freundliches. Ja, das ist halt dieser finnische Humor. Die schmecken gut, wie Glückskekse halt schmecken, aber erwartet nichts Freundliches. Ist sehr lustig, da braucht man halt auch ein bisschen Humor. Nummer 7, meine Glückszahl. Warum? Weil es einen Grund gibt, warum ein Klischee ist. Oh, was ist das? Geil. The Dude finde ich ist sowieso eine sehr geile Firma. Da war letztes Jahr auch was von The Dude. Ich glaube, was Weißes mit dabei. Fever 5 Pomade, also Pomade. Ne? Auch wieder versiegelt, wie ihr sehen könnt. Also wenn die Kamera scharf stellt, könnt ihr das sehen. Auch sehr cool gemacht. Schmeiß mal auch mit rein. Nummer 8. Die habe ich vorhin gesehen. Das war was Kleines. Ne? Das war auch wieder so ein... Okay, auch wieder was in der Richtung. Und zwar, was haben wir hier? Texture Clay. Das ist wieder was anderes. Pomade macht eher so einen nasseren Look. Und diese ganzen Clay-Geschichten, die... Ja, die sehen auch so aus. Ne? Diese ganzen Clay-Geschichten, die machen eher so einen matten Look. Boah, das Zeug riecht aber geil. Okay, muss ich mir mal merken. Das wäre eventuell was, was ich mir mal holen könnte. Nummer 8, Nummer 9. Nummer 9, was haben wir in der Nummer 9? Was ist hier? Oh, okay, Dick Johnson Hydra Rehydration Dietary Supplement Magnesium. Okay, das sind Magnesium-Tabletten. Auch cool. So, was haben wir noch? Nummer 10. Nummer 10, das könnte, was ist Nummer 10? Nummer 10 ist ein 10-Euro-Gutschein. Okay, ein 10-Euro-Gutschein ist mit dabei. Warte mal, das schmeißen wir auch mit rein. Nummer 11. Nummer 11. Was haben wir in der Nummer 11? Mr. Bear Family, und zwar Beard Shaper Woodland. Woodland ist sehr geil, das ist so ein Holzgeruch. Mr. Bear Family finde ich sowieso cool. Was haben wir gehabt? Nummer 11, Nummer 12. So, ich wollte gerade sagen, wenn es einer sieht, sagt mal Bescheid, gell? Wird ja nicht funktionieren. Seife, und zwar, oh, das sind die Scottish Fine Soaps. Scottish Fine Soap Company. Ist eine coole Nummer. Wollte ich sowieso demnächst mal austesten, ein paar. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt, dass ich mal ein paar von diesen Seifen, Seifen sind im Moment total in, sagt mir Bescheid, dann teste ich sowas mal aus. Nummer 13. Was haben wir hier? Hier haben wir... Okay, da steht Intimate Lubricant drauf. Das ist Gleitgel. Also, Dick Johnson Gleitgel. Das ist 13, ja, auf der 13. Das ist so...
kurz vor Weihnachten, da hat man sich ja besonders lieb. Nummer 14, was ist in der 14? 14 sieht mir nach einem Aufnäher aus, ein Aufbügler. Okay, ein Weihnachtsaufbügler. Ich habe ja gesagt, es ist nicht in jedem einzelnen, den finde ich aber ganz lustig, es ist nicht in jedem einzelnen Türchen was für 80 Millionen Euro drin. Was haben wir hier, was haben wir jetzt gehabt? Das war die 15 kommt jetzt, ne? 15. Was haben wir in der 15? Zack, zack. Und zwar Face Scrub, auch von der neuen Serie. Ey, ich bin da tierisch gespannt drauf, auf die ganzen neuen Sachen. 16 habe ich hier gesehen. Na. Aha, okay, was ist das? Ah, das ist das neue Snake Oil. Und zwar, das ist das Bartöl von Dick Johnson und zwar ist das das neue. Wenn ich mich nicht arg täusche, hat es einen, das ist eine Limited Edition sogar, Sweet Grapefruit. Sorry, entschuldigt, aber ich muss das mal ausprobieren. Oh, geil. Oh ja. Oh ja. Das ist, viele mögen ja diese orangigen Düfte. Man sieht es nicht, ich mache das gerade in den Bart rein. Oh, das ist geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Nummer 17. Ich bin gerade wie so ein kleines Kind, gell? Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich durfte als Kind nie das Zeug komplett aufmachen. Was haben wir hier? Ach, das sind die Vitamine, die sie haben, ne? Und Magic Dust. Schmeckt alles sehr lecker. Habe ich alles schon probiert. Nummer 18. Jo, Aftershave Balm, Men's Pepper. Auch mal wieder was anderes. Habe ich auch noch nicht probiert. Scotch Fine Soaps, also das gleiche wie die Seife, ne? Pfeffer. Ja, gut, wird wahrscheinlich wieder. Ja, ist wieder versiegelt. Also, aber wir haben ja gesagt, wir machen es auf. Oh ja, frisch, pfeffrig. So wie es drauf ist, es steht ja auch Pepper drauf, Mitch. Ja, habt ihr recht. Wo waren wir jetzt? Bei der 18? 19. Was haben wir in der 19? Ein Kamm, ein Dick Johnson Kamm. Schön, ein schwarzer Kamm. 20. Gucken wir mal bei der 20 nach, was da drin ist. Ja, okay, das kenne ich. Das ist das. Das ist richtig cool. Also, wenn du dich rasierst, ob mit Messer oder Rasierhobel, ein sehr geiles Gel. Es gibt Gels, die gleiten, die lassen die Klinge nicht so richtig gleiten. Das hier ist toll, das benutze ich liebend gern. Wo haben wir 20, 21? Was haben wir in der 21? Okay, das ist das Ball Wax in der Weihnachts-Edition, wenn ich es richtig sehe. Christmas Edition. Oh, riecht auch ein bisschen weihnachtlich. Also, wenn du irgendjemanden zu Weihnachten zum Schmunzeln bringen willst, Sackwachs. Wichtiges, wichtiges, wichtiges Pflegeprodukt. 22. Was haben wir hier? Oh, geil, das ist der Ghost Clay. Ghost Clay von Dick Johnson, auch ein geiles Produkt. Ach, ey, ich könnte da, ihr hört mich wahrscheinlich nur schnüffeln, weil ich da dauernd meinen Synagogenschlüssel reinhalte. Aber es riecht halt einfach cool, gell? Was haben wir auf der 23? Jetzt sind wir einen Tag vor Weihnachten und wir haben Face Cream. Also wir haben, jetzt lass mich mal gucken, wir haben hier von den neuen Produkten, haben wir Face Cream, Face Scrub, Glide Gel, Intimate Lubricant und Face Wash. Also das ist alles von der neuen Reihe. Das Gorilla Balm ist auch relativ neu, aber von der ganz neuen Reihe sind es die. Und was haben wir denn auf der 24? Was gibt es denn zu Weihnachten? The All Seeing Eye. Ah, alles klar. Die haben, ich versuche mal, ob man das sieht, weil das so arg spiegelt. Die haben eine neue Augencreme. Und die ist so ein Metallroller. Ich hoffe, das kann man sehen.
Das ist eine Augencreme. Finde ich geil. War mal Zeit, dass eine anständige Firma sowas macht. Geil! Also was haben wir denn jetzt alles? Wow! Okay, macht Sinn. Ja, also wenn du mich fragst, ich finde, das ist es wert. Hast jetzt hier Ware im Wert von 239 Euro, haben wir gesagt. Super cool. Also das ist ein Adventskalender. Hätte ich den von meiner Frau bekommen, ich hätte mich tierisch gefreut. Ich freue mich jetzt tierisch auch, dass ich es habe. Und ich sage euch eins, ich packe die jetzt wahrscheinlich wieder ein. Es ging letztes Jahr nicht. Und ich packe die wieder ein und ich packe die jetzt dann so aus, wie es gehört. Ich finde es, also wenn ich es schaffe, wenn ich nicht davor drüber herfalle, weil ich es so cool finde. Ihr habt gesehen, was drin ist. Ich freue mich schon sehr auf die neuen Produkte, die mal auszuprobieren. Wenn ihr Bock auf den Kalender habt, dann geht auf www.dickjohnson.de, schmeißt euch einen in den Warenkorb. Und generell, wenn ihr bei Dick Johnson einkauft, dann vergesst beim Checkout nicht den Code MITCH20 einzugeben. Dann könnt ihr eure Portokasse nochmal mit 20% Rabatt schonen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, ich stelle gerade ein Video für Weihnachtsgeschenke für den Herren zusammen, genau wie letztes Jahr, sodass ihr eure Partnerin vor dem Fernseher setzen könnt und wir können gemeinsam schauen, dass ihr keine Socken unterm Baum habt. Was aber am allerwichtigsten ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.